und keine Panzerkette. Keine Naturgewalt, kein Wutanfall der Welt konnte sie ja auseinanderbrechen. Diesen Quell dieser Welt, diese götterhafte Schöpferkraft, die Legenden, die von Helden erzählen, dieses Kleinod, diese Wiege der Erde ist heute scheintot und liegt invalide im Sterben. Bastianen einst erschufen mit Blut, Schweiß und Tränen, voller Leidenschaft und Geisteskraft. In Hunderten von Leben ist erschunden, verschwunden in wenigen Jahrzehnten, verraten und verkauft von seelenlosen Hyänen. Ich sehe romanische, gotische, klassizistische Bauten langsam zerfallen zu dem toten, abgerissenen Haufen. Und alle Werte sowie Ehre, Stolz und Identität sind erstlos entfernt und aus Geschichtsbüchern draußen. Europa weint, Europa schreit nach dem Ende der Wende. Es ist an der Zeit zum Verteidigen des Eigenen. Macht euch bereit und reicht euch die Hände in Einigkeit. Das junge Europa muss aufstehen, aufdrehen, rausgehen, die Faust heben, bis es alle anderen auch sehen. Tochter des Königs, entsteige der Glut. Du musst leben, du bist unser heiliges Gut. Wir demonstrieren hier, weil die Grenze am südlichen Europas brennt, während Waffenlieferungen in die Ukraine oder nach Israel nicht nur diskutiert, sondern auch vollzogen werden, steht die Südgrenze Europas in Flammen, ohne dass es irgendeine Gegenwehr gibt. Allein im September sind 21.000 illegale Migranten, meist muslimischen Hintergrundes, nach Europa, nach Deutschland alleine eingewandert. Was daraus folgt, ist klar. Die Kriminalitätsstatistik springt in die Höhe in Sachen Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, Mord und Totschlag, Messerdelikte, das absolute Chaos. Wir sehen gerade die polizeiliche Ohnmacht in den Großstädten, vor allem in Berlin, Neukölln, muslimische Demonstranten, die sich über jegliche Demonstrationsverbote hinwegsetzen und gewaltsam den Umsturz fordern und die Islamisierung Deutschlands. Hier wird ein Glaubenskrieg zwischen Juden bzw. Zionisten und Moslems auf deutschen Straßen geführt. Das wollen wir hier in Deutschland nicht haben. Auf einmal werden Politiker der korrupten Altparteien wach und erzählen etwas, dass sie die Zuwanderung begrenzen mögen. Das sind alles nur Lügen, wie schon immer aus den Mäulern der korrupten Politiker der Altparteien CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP kommen. Es tut auch Not, die Einwanderung nicht nur zu begrenzen, bei Zahlen von 21.000 illegalen Migranten alleine nach Deutschland allein im September diesen Jahres. Es tut Not, eine koordinierte Rückführung all der seit 2015 illegal eingewanderten Migranten zu organisieren. Und da braucht es nicht eine Anzahl von 100 oder 200 oder 500 Abschiebungen im Monat. Wir brauchen zigtausend im Monat. Selbst dann brauchen wir Jahre, um all die illegal Eingewanderten wieder rückzuführen. Und da bedarf es wirklich einer nationalen Anstrengung, welche aber mit unseren korrupten Politikern in Berlin nicht machbar ist. Glaubt nicht ihren salbungsvollen Reden, dass sie etwas an der Einwanderung ändern wollen. Das wollen sie nicht. Sie haben die Umvölkerung zum Programm gemacht. Damit einhergehend ist zwangsläufig verbunden, dass es eine höhere Kriminalität gibt. Es gibt Massenvergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, 2 Stück am Tag, jeden Tag. Ein Phänomen, welches vor 2015 quasi unbekannt war in unserem Land. Und wenn man etwas dagegen sagt, 2014 hat sich Pegida gegründet, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Damals hat man gesagt, eine Islamisierung findet nicht statt. Und jetzt auf einmal, nach tausenden Toten, nach zigtausenden Vergewaltigungen, sagen unsere Politiker auf einmal, auch die Massenmedien, oh, das haben wir nicht kommen sehen. Hier ist etwas falsch gelaufen. Sie haben es kommen sehen, weil wir haben es seit 2014 auch schon immer gesagt. In allen großen Städten wurde demonstriert gegen diese Einwanderung. Dort wurden die Probleme und die Gründe und auch die Folgen wurden angesprochen. Es war nicht unbekannt, auch diesen Politikern war es nicht unbekannt, was natürlich auf eine Koordination
koordinierte Einwanderung von Hunderttausenden muslimischen jungen Männern folgen wird. Und das ist gefolgt. Dieses Land liegt am Boden und wird sich ohne eine konsequente Umänderung, eine Änderung dieser Einwanderungspolitik, das heißt, Mario. Wenn man hier die Passanten vorbeiflanieren sieht, denkt man, man braucht gar nicht mehr in Urlaub zu fahren. Man denkt, man ist im Südland. Man hat uns ja mal erzählt, das sind Südländer, die dort die Vergewaltigungen durchführen. In die Straßenschlachten da mit der Polizei in Neukölln, das sind ja gar keine Ausländer, das sind Deutsche. Die haben einen deutschen Pass mehrheitlich, hat man uns gesagt. Und genau das ist der Fehler. Da kann man die natürlich auch nicht einfach ausschaffen. Man muss vorher diese Schenkungen der Pässe rückgängig machen. Man muss das als illegal erklären und diese Pässe natürlich auch wieder zurück. Und dann muss man die zurück in die Wüsten, wo sie herkommen, auch schicken, die straffällig geworden sind. Alles auf demokratischem Boden nach einem entsprechenden Mandat der Bevölkerung. Und dass die Mehrheitsverhältnisse kippen, auch in der Bevölkerung. Und Faeser, die kann sich ja nicht schnell genug beeilen, diese ganzen dunklen Menschen, die hier vorbei laufen, denen das Wahlrecht geben zu wollen beim Wahlkampf in Hessen. Da haben sie damit geworben, jeder Ausländer, der hier irgendwie mal 6 Monate im Land ist, soll auch das Wahlrecht, das Kommunale erstmal bekommen, beziehungsweise auch für die Landtage bekommen. Da gab es natürlich in den sozialen Medien einen Aufschrei und da haben sie sich dann beeilt zu sagen, nein, nein, das ist nur ein Schreibfehler, wir meinten 6 Jahre, selbst das wäre ja, also es ist einfach nicht legitim. Genau das Versammlungsrecht, das schreibt genau vor, alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich ohne Waffen unter freiem Himmel und ohne Anmeldung zu versammeln. Unter freiem Himmel muss man eben Anmeldungsfristen beachten. Und diese ganzen Ausländer, ich glaube, diese ganzen Palästinenser, die hier, die fallen gar nicht unter, die dürften gar nicht unter die Inanspruchnahme des Versammlungsrechts, wenn man es wirklich nimmt, fallen, weil es ja keine Deutschen sind, zumindest mehrheitlich. Auf jeden Fall, die Baerbock, die war in Israel, wie viele andere Politiker auch, haben dort viele Tränen vergossen und dann hat sie so einen entscheidenden Satz gesagt, den hat sie irgendwo auch wiederholt, dass wir auf einmal alle Israelis sind. Also die Juden, für Juden ist ja Berlin schon längst eine No-Go-Area geworden. Wenn sie es wagen, dort mit Kippa oder so rumzulaufen, dann können sie sicher sein, dass sie angegriffen werden. Und dieses Fadenkreuz oder diesen Judenstern hat uns Baerbock jetzt allen auf die Stirn gemalt, indem sie gesagt hat, wir sind jetzt alle Israelis. Das heißt, wir haben hier hunderttausende Menschen, die Juden bis aufs Blut hassen, beziehungsweise nicht Juden, das sollte man nicht verwechseln, das stimmt, da muss man mal der Definition bleiben, Zionisten bis aufs Blut hassen. Nicht alle Zionisten sind Juden, nicht alle Juden sind Zionisten und nicht alle Juden sind Semiten. Das heißt, Antisemitismus ist auch nicht das richtige Wort, weil die meisten, also die da demonstriert haben in Neukölln, das sind Semiten, die dort demonstrieren. Und denen Antisemitismus vorzuwerfen, das ist schon ein bisschen schizophren. Bisher hat man, Nancy Faeser hat auch gesagt, beziehungsweise das Innenministerium hat jetzt auch gesagt, wir müssen künftig darauf achten, antisemitische, also ich meine antizionistische Straftaten, besser zu erfassen statistisch, dann auch den Migrationshintergrund der Täter zu erfassen. Das heißt, bis jetzt haben die das gar nicht gemacht. Daher, also das heißt, jede Hakenkreuzschmiererei, jeder Angriff verbale auf Juden oder an Synagogen, arabische Schmiererei an Synagogen, hatten wir vor drei Wochen, glaube ich, eine auch in Halle. Das geht alles in das Schubfach rechtsextreme Straftaten. Und danach stellt sich Nancy Faeser hin und erzählt uns, die größte Gefahr geht von rechts aus. Ich meine, ja, das ist die Logik und Konsequenz, was sie durch ihre Märchenstunde. Und dann erzählen sie jetzt auf einmal jetzt, nachdem ihnen tausende Frauen, die vergewaltigt und auch Gruppen vergewaltigt, wie gesagt, es gibt 2 Gruppenvergewaltigungen durch mehrheitlich Araber,
am Tag in Deutschland ein Phänomen laut eines BKA-Beamten, welches vor 2015 quasi in Deutschland unbekannt war. Jedenfalls nicht so bekannt, dass man da eine Statistik drüber führen musste, wie viele Gruppenvergewaltigungen es gab. Also diese ganzen Tausenden Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen, die Tausenden, 20.000 Messerangriffe durch mehrheitlich muslimische Bürger, waren denen bis jetzt scheißegal? Und jetzt auf einmal, wo Juden angegriffen werden, beziehungsweise Zionisten, da auf einmal sagen die, ja, wir haben hier etwas falsch gemacht, möglicherweise bei der Einwanderung. Das konnten wir ja nicht wissen. Das ist totaler Käse, weil es wurde immer laut gesagt und jeder, der es angesprochen hatte, wurde als rechts verbrämt. Pegida unten, da haben die 40.000 Leute, die gleichzeitig da unten in Dresden demonstriert haben, das waren alles Nazis, da haben die dann vom Staat her für 100.000 Euro Grönemeyer hingeschafft und alles, nur um eine Demo gegen rechts zu veranstalten, die personell etwas größer ist als die Pegida-Demos. Das konnten sie natürlich langfristig auch nicht stemmen, die wurden da kostenlos mit Bussen hingefahren. Nicht kostenlos, der Steuerzahler hat das bezahlt. Und jetzt erzählen die auf einmal, dass sie eine konsequente Rückführung, sie fürchten um ihre Sitzplätze an den Futtertröten dieser Gesellschaft, die wir ihnen finanzieren und zur Verfügung stellen. Ihre Mandate, die gehen flöten. Herr Habeck, nein, die Stimmen sind nicht weg, die sind jetzt bei der AfD. Und dann gründen sie von links noch eine andere Partei und nennen sie, also nur in der Hoffnung, dass Sarah Wagenknecht ist auch eine Verfechterin der Migrationspolitik. Also fallt nicht darauf ein, falls ihr damit, naja, die AfD ist mir doch zu krass, dann wähle ich lieber das Team Sarah Wagenknecht. Die wird euch nicht helfen, die ist einfach nur dazu da, um die Stimmen von der AfD wegzunehmen. Während die Politik labert und ankündigt und große Worte spuckt, Absichtserklärungen abgibt, während ein Bundeskanzler seine Sätze wir müssen beginnt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, obwohl wir hier gar nichts müssen, sondern allein er, denn dafür ist er gewählt. Da geht in Wahrheit der Migrationswirrsinn munter weiter und die Farce des Grenzschutzes wird offensichtlich. Dieser Bundesregierung scheint die Tatsache entweder nicht bewusst oder ganz gleichgültig zu sein. Also wir stellen uns ja hier hin, gerade mitten in der Stadt, weil wir noch hörbar sein wollen. Das heißt, bei zufällig vorbeilaufenden Passanten, die nehmen was auf und sagen, na gut, so hätte ich es vielleicht mir nicht getraut zu sagen, aber eigentlich haben diese Leute recht, was sie da sagen. Aber ich prophezei euch, in 5 Jahren sind nur noch wir hier, die anderen verstehen uns alle nicht. Die wissen nur den nächsten Gang zum Geldautomaten, weil der wird ihnen gezeigt, nachdem sie ja Asyl gesagt haben. Diese Bundesregierung scheint die Tatsache entweder nicht bewusst oder ganz gleichgültig zu sein, dass mit jeder vollmundigen Ankündigung der Politik, der keine Taten folgen, der Eindruck der Ohnmacht und der Dysfunktionalität dieses Staates immer größer wird. So war die Zahl der illegal eingereisten Migranten im September doppelt so hoch wie im Juli. Von Januar bis September wurden allein 92.119 Illegale registriert. Die Dunkelziffer ist weitaus höher, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Das sind genauso viele wie seit 2016 nicht mehr. Dabei explodieren die Einreisen förmlich im September 2023, also letzten Monat, zählte die Bundespolizei 21.366 unerlaubt eingereiste Migranten. Hinzu kommen die 10.000 oder 20.000, die sie legal einfliegen. Der Zustrom läuft ungemindert weiter. Im Mittelmeer läuft, anfänglich gegenteiliger Zusagen von Olaf Scholz zum Trotz, die Finanzierung der Seenotretten zur faktischen Seenotrettung, also angeblichen Seenotrettung, also jeder Seenotretter, ehrlicher, der früher mal in Seenot geratene Leute aus dem Meer oder irgendwo her gerettet hat, der muss sich da ins Gesicht gespuckt fühlen, dass Menschenhändler und Schlepper, dass die sich Seenotretter nennen. Also die organisieren richtig telefonisch, das ist mittlerweile auch klar geworden, telefonisch gehen die mit den Schlepperbanden, organisieren sich zusammen und übernehmen dann diese aus den Gummibooten und schaffen die dann die 300 Seemeilen weiter nach Lampedusa, dass dann dort bürgerkriegsähnliche Zustände aufkommen, wenn die ganzen, nee, sagt man nicht, Schwarzafrikaner dort ankommen. Also die Steuergelder, ach ja, Karin Göring-Eckert war es, die hat gesagt, dieses Land wird sich ändern und es wird sich auch etwas religiöser werden und ich freue mich darauf. Karin Göring-Eckert, ihr Mann, der arbeitet, der leitet so eine Schlepperorganisation, die bis 2026 mit 8 Millionen Euro Steuergeld von euch geraubt, gefüttert wird.
Also damit werden die, Schwarzafrikaner werden damit hierher kutschiert. Mit eurem Steuergeld. Ihr bezahlt die Taxigebühr. Auch hier passiert also nichts. Parallel gewinnt eine weitere Route in der EU an neuer Attraktivität, die über die Kanarischen Inseln. Über 1000 Migranten kamen dort dank des ruhigen Seegangs an nur einem Tag in Holzbooten an. Ziel europäisches Festland und am Ende fast immer Germany. Der Zustrom läuft also ungehindert weiter. Doch wie sieht es aus mit der angekündigten Härte beim Abschieben und Zurückschicken? Fehlanzeige. Zu einer Sammelabschiebung in den Irak sind von ganzen 10 Irakern nur 7 erschienen. Also die kriegen dann einen Brief, passen Sie auf, Sie werden am Sonnabend abgeschoben, kommen Sie bitte zum Flieger. Ich meine, wer da von denen, das kann man auch verstehen, wer da so dämlich ist, da hinzugehen, der ist ja wirklich dämlich. Also, jetzt ist, also ich meine, die müssen natürlich in Abschiebegefängnisse gesteckt werden. Ich sage nicht Abschiebelager, das klingt so komisch, aber darauf läuft es hinaus. Wir müssen Abschiebe zahlen. Also wenn hier über 10.000 Menschen, also wie gesagt in 9 Monaten 92.000 illegal hier einreisen, im September alle 21.300 illegal hier einreisen. Das heißt, wir brauchen hier Rückführungsquoten von nicht 500 im Monat, wir brauchen Rückführungsquoten von 10.000 bis 20.000 im Monat. Nur dann kann das was retten, ansonsten ist dieses Land völlig im Arsch. Wer soll denn diese Leute durchfüttern? Also das Wirtsvolk gibt es dann quasi nicht mehr. Der Öffentlichkeit sind die Kosten solcher Aktionen, die dank des Drehtüreffekts mit sofortiger Wiedereinreise der Abgeschobenen völlig sinnlos sind, nicht ansatzweise bekannt. Sie gehen rechnerisch nicht selten in die 10 oder gar Hunderttausende pro Kopf. Es ist an Lächerlichkeit und Irrsinn nicht mehr zu überbieten. Die Flieger, die könnte man voll machen wie die Gummiboote, mit denen sie herkommen. Da passen dann wahrscheinlich 2.000-3.000 in so einen Flieger. Dass die Medien über solche Abschiebungen, die diese Bezeichnung nicht mal verdienen, auch noch ernsthaft berichten und so die Suggestion eines handlungsfähigen Staates aufrechterhalten, ist nicht minder blamabel. Bei vollmundig angekündigten von Nancy Faeser bei der EU-Kommission angemeldeten stationären Grenzschutz war das Resultat ebenfalls erwartbar. Am ersten Tag wurden 45 Personen an der Grenze zu Polen aufgegriffen. 44 von ihnen sagten das Zauberwort Asyl, genau, und durften bleiben. Auf diesem Volksverdummungsniveau läuft die deutsche Migrations- und Sicherheitspolitik. Derweil läuft das wohlfeile Palaver in Berlin, die sogenannte Debatte um eine Begrenzung der Migration, von der ganz klar ist, dass nichts bei ihr herauskommen wird, munter weiter. Und wieder versucht sich ausgerechnet die Union, die diese Büchse der Pandora unter Angela Merkel einst erst geöffnet hat, wir schaffen das, ihr erinnert euch, als besonders konsequent zu inszenieren. So warnte der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, seine Partei vor falschen Kompromissen. Man dürfe sich nicht von Scholz für irgendeinen Pseudodeal bei der Migration einkaufen lassen, sagte er der Rheinischen Post. Die Ministerpräsidenten der Union, die Bundestagsfraktion und die Bundespartei müssten jetzt sehr vorsichtig sein, denn Deutschland sei an der Grenze dessen angelangt, was bei der Aufnahme möglich ist. Diese Grenze ist längst überschritten. Wir brauchen Kontingentlösungen, sagen sie, denn wir können das Versprechen eines weltweiten Asyls für alle nicht mehr einhalten. Tatsächlich war das Land schon längst unter Merkel über seine Belastungsgrenzen hinaus gelangt. Ich will mal kurz auf das Thema eingehen, was Sven gerade gesagt hat. Wir können ja diese ganzen Illegalen hier nicht einsperren, weil unsere Innenministerin, Frau Faeser, hat ja nichts Besseres zu tun, die rollatorfahrende Rentner als Reichsbürger zu jagen und zu verhaften und damit die Gefängniszellen zu verstopfen. Das war so ein Gedanke von mir. Ich gebe den Scheibenwischer gern zurück und ab und zu mal... Nein, der Scheibenwischer hat mich beleidigt und das ist wirklich auch im Verkehr eine Beleidigung. Und außerdem sollte man vielleicht die wenigen Gehirnzellen mal einschalten und drüber nachdenken. Aber auch du wirst in einigen Jahren erkennen, dass wir hier recht hatten, spätestens dann, wenn man dir die Brieftasche klaut. Nein, der ist zu dumm. Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Wenn ich hier manche Leute vorbeilaufen sehe, wie die Zombies, die das alle nicht interessiert, die werden früher oder später aufwachen, aber dann ist es für alle zu spät. Asoziale Schweine. Der gesamte Mainstream, Politik, Medien, Wirtschaft, Promis hat Deutschland zerstört. Jetzt jammern sie alle rum und doch unterstützen sie weiterhin die linksextremen NGOs und Deutschlandhasser. Sag nur so viel, der Aufschlag in der Realität
der wird hier besonders hart werden, genau für solche Leute. Denn das wird erst der Anfang sein einer katastrophalen Entwicklung, vor der wir hier schon sehr lange warnen. Die Judenhasser blamieren die grünen Träume vor einer multikulturellen Gemeinschaft. Aus Berlin und Duisburg erreichen mich Fotos, die schockierten. Spätestens jetzt sollte man erkennen, dass wir hier Millionen ins Land gelassen haben, die nicht mit unseren Grundwerten und gar nichts mit unseren Grundwerten gemein haben. Die Frage ist an die Grünen, wie konnte das nur passieren? Arabische Demonstranten bejubeln die Grausamkeiten der Hamas-Terroristen. Sie verlangen die Ausrottung des Staates Israel und verteilen Süßigkeiten an ihre Sympathisanten. Und wir, besonders Frau Merkel, hat diesen kompletten Fanatismus nach Deutschland gelassen. Diese Menschen haben nichts gemein mit den Grundwerten unseres Landes, in dem sie leben. Sie widerlegen die Parole der Ex-Kanzlerin Merkel, die verkündet hat, wir schaffen das. Sie blamieren die Illusion der Grünen von einer multikulturellen Gesellschaft. Innenministerin Faeser, da ist sie wieder, droht den Aktivisten mit Ausweisung. Die Frage ist, warum droht sie nur, Frau Faeser? Machen, machen, das wäre die richtige Antwort. Aber geht Ihnen manche Terrorfreunde, wird dieses Hilfsmittel oder dieses Mittel nicht helfen, denn, wie wir schon gesagt haben, viele von denen haben inzwischen den deutschen Pass. Was für eine Dreistigkeit! Die Deutschlandzerstörer der Grünen sorgen sich angeblich um die Sicherheitslage in Deutschland. Horch auf, horch auf! Sie sagen, wir müssen jetzt höllisch aufpassen. Liebe Grüne, bisschen zu spät, ihr solltet jetzt anfangen zu reagieren und nicht aufzupassen. Die Grünen oder der Grünpolitiker Konstantin von Notz hat sich angesichts des Krieges in Israel nach dem Hamas-Angriff besorgt über die Sicherheitslage in Deutschland geäußert. Die bereits zuvor unter anderem wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine durchaus angespannte Sicherheitslage habe sich durch die jüngsten Entwicklungen noch einmal signifikant verschärft, sagt der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Gerade hinsichtlich des Schutzes jüdischer Einrichtungen, aber auch des aktuellen Demonstrationsgeschehens sei es zwingend notwendig, sehr wachsam zu bleiben, sagte Nülz. Auch hier sage ich, nicht wachsam bleiben, reagieren. Das ist eure Regierungsverantwortung, das deutsche Volk zu schützen vor Verbrechern, Vergewaltigern und vieles mehr. Nichts tut ihr, ihr schaut weg und lasst sie gewähren. Aber auch ihr, dort oben in Berlin, werdet irgendwann eventuell euch in dem Reichstag verbarrikadieren müssen, weil sie auch euch dann das Fell über die Ohren ziehen wollen. Jawohl! Jawohl! Kennt ihr den Roderich Giesewetter, CDU-Mann, hier dieser NATO-Mann, der mal gesagt hat, wir müssen so viel Waffen wie möglich in die Ukraine schicken? Und er meint, dass wir jetzt bereit sind, Israel mit unserem Leben zu verteidigen. Herr Roderich Giesewetter, ich frage Sie, wer ist denn wir? Ich definitiv nicht. Wenn der Giesewetter meint, er müsse jetzt mit der Waffe in der Hand sein Leben für die Verteidigung Israels geben, dann sage ich ihm, dann soll er das tun und am besten gleich die Frau Strasi, also Strack-Zimmermann, den Bundes-Olaf Hofreiter, rhetorischen Sprechdurchfall, Flinten-Uschi und die diversen anderen Kriegstreiber, welche am lautesten schreien, gleich mitzunehmen. Damit werden wir das Problem los. Diese kriegsgeilen Marionetten haben kein Recht, weder für mich zu sprechen, noch für mich oder irgendeinen meiner Angehörigen zu dieser Barbarei zu verpflichten. Ich bin weder Israel, noch bin ich Ukrainer. Ich bin für Frieden und nicht fürs Gemetzel im Namen irgendeines Gottes, irgendeines Propheten oder irgendeines korrupten Politikers und Waffenlobbyisten. Die verkünden und heroisieren die Staatsmedien. Ich werde mein Leben einsetzen, wenn ihr es wagt, liebe Regierung oder auch liebe Beamte, eure Finger nach meinen Söhnen auszustrecken. Und darauf gebe ich euch mein Wort, da könnt ihr Gift drauf nehmen. Wer Frieden will, schickt Diplomaten und keine Waffen. Jawohl! Jawohl! Palästina!
Dieser Palästina-Israel-Konflikt verdrängt medial zum Beispiel das Ganze, was in der Ukraine passiert. Aber auch dort sterben Menschen, sollten wir nicht vergessen. Dieser Flächenbrand, der über die Erde ausgeweitet wird, nehmen wir Syrien, Jemen, Iran, Armenien oder Taiwan. Wir steuern nicht nur auf einen dritten Weltkrieg zu, liebe Freunde, er hat bereits begonnen. Geopolitische Machtproben und Profitgier einiger weniger großen Wahnsinniger mit Allmachtsfantasien bringen weltweit Zerstörung, unsagbares Leid und Tod über unschuldige Zivilisten, die niemand gefragt hat. False Flag und Propaganda gießen weiteres Öl ins Feuer. Wenn von nie wieder geredet wird, dann sollte man sich dringend die Geschichte des Krieges der Vergangenheit ins Gedächtnis rufen, um die Bedeutung von nie wieder zu verinnerlichen. Gegen das Vergessen und in Gedanken an all die Opfer dieser Kriege dieser Welt steht gemeinsam auf für den Frieden und zeigt diesen Leuten, dass wir hier nicht mehr mitspielen. Gab da mal jemanden, der hat einen schönen Satz gesagt: Angst essen Seelen auf und den demokratischen Geist noch dazu. Je desolater die Weltlage, desto besser für die desolate Ampelregierung. Sie profitieren von den neuen Krisen im Nahosten. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Vor Angst profitieren immer die Regierenden. Auch die Deutschen klammern sich an ihren Rockzipfel. Olaf Scholz und seine lausige Ampel nutzen den Krieg im Nahen Osten gern zu ihren eigenen Profilierungen. Medienwirksame Schnelltrips, fromme Ermahnungen an Israel, es mit der Ausmerzung der Hamas nicht zu übertreiben, kommen gut an. Dazu die sattsam bekannten Lippenbekenntnisse. Was aber bedeutet volle Solidarität, Herr Scholz? Oder bedingungslose Solidarität, Herr Habeck, wirklich, wenn es zum Schwur kommt? Darauf gibt niemand eine Antwort. Ist es wohl auch verträglicher so? In dieser Situation sind alle Augen auf das Pulverfass gerichtet, das von der eigenen Krise nämlich ablenkt. Und zwar unserer Regierungskrise. Mit einmal haben die Leute kein Ohr mehr und keinen Nerv für alle Quälereien von A wie Ampel bis Z wie Zahnbehandlung für Asylbewerber, Inflation, Wirtschaftsflaute, Bildungskrise. Es passt gar nichts mehr, alles unter eine Schädeldecke beziehungsweise in die Glotze. Und da sage ich nochmal, liebe Bürger Deutschlands, macht diesen scheiß Flimmerkasten aus. Ihr werdet, wie zu DDR-Zeiten, durch die aktuelle Kamera mit diesen Nachrichten nur verseucht und blöde gemacht. Und ihr sitzt zu Hause und merkt es nicht mal, dass sie euch Jahr für Jahr ins Ohr suchseln und säuseln, wie ihr zu leben und wie ihr zu existieren, was ihr zu glauben und was ihr nicht zu glauben habt. Und das ist das Fatale. Und dieses geschieht nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern das sind Jahrhunderte alte Traditionen, um das Volk, das eigene Volk, in Angst und Schrecken zu versetzen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich zu rühren. Also, bewegt eure Finger, bewegt eure Ärsche, den Finger auf diese komische Fernbedienung, den Kasten aus und eure Ärsche raus auf die Straße. Danke. Der Fahrradfahrer, der mir so einen Scheibenwischer, was ja eine Beleidigung auch im Straßenverkehr ist, wenn man Autofahrer und sowas gibt, dann kriegt man auch eine Beleidigungsanzeige, beziehungsweise wird er auch nachgegangen. Der war jetzt bis eben in der Maßnahme. Und das ist einer so ein Fall, der jetzt wieder in die Statistik geht, dann kann die Zeitung wieder schreiben, es sind nicht 500 Verfahren, sondern 501 Verfahren. Das schreiben die nämlich immer, die sagen, ja gegen Liebig laufen 500 Anzeigen und Verfahren. Aber es sind ja nicht diese, sondern in Zusammenhang mit Liebig, das heißt auch meine 400 Anzeigen wegen den Stinkefingern, die sind da auch mit erfasst worden. Also das heißt, so verarschen die Leute, die Lügenpresse. Ich wäre auch heute gar nicht hier, hätte das neue Deutschland recht, was heute in der Zeitung schrieb, dass ich ja im Gefängnis sitze. Und Lügenpresse, ja, und das ist eigentlich, die wollten eigentlich der Linksalternative Rand sein, aber es ist auch, wie gesagt, ja. Jetzt, da wieder Brandsätze auf jüdische Einrichtungen fliegen, da die eingewanderten Parallelgesellschaften des vermeintlich zu Deutschland gehörenden Islam ihr wahres Gesicht zeigen und in Deutschland wieder einmal eine im Untergrund herangereifte, gewaltbereite Massenbewegung ihr häusliches Haupt auf unseren Straßen erhebt und das staatliche Gewaltmonopol herausfordert,
da schauen sie auf einmal alle ganz betripst aus der Wäsche, die je aus ihrem Dornröschen Schlummer gerissenen Gutmenschen, außer er und der, der vorhin Refugees Welcome gerufen hat, der hat wahrscheinlich noch keine Ausländerfamilie, Islamistenfamilie bei sich aufgenommen. Das laut zu rufen und dann dabei auf andere Leute Kosten zu leben, in irgendeinem Gutmenschenverein sich bezahlen zu lassen, miteinander e.V., hatte die AfD mal angefragt, 35 Euro die Stunde zahlen die sich, also die kriegen Millionen im Jahr Fördermittel, und 95% gehen da in die Gehälter der bei dem Verein angestellten Leute. Also das ist wirklich eine Abzockmaschine, die sich die Zecken gleich nach der Wende, indem sie diese solche Vereine gegründet haben, eben, sie melden uns. 20.000 Messer- und Machetenangriffe, hunderte ermordete junger Frauen und tausende Gruppenvergewaltigungen hatten zuvor nicht den Realitätsschock auszulösen vermocht, den nun der importierte Juden, Zionisten und Israelhass zehntausender pseudo-integrierter Muslime binnen weniger Tage herbeiführt. Noch übertrumpfen Antisemitismus und Holocaustleugnung in der hiesigen Empörungskultur, antimuslimischen Rassismus oder Islamophobie. Wenigstens dafür hat sich das überstrapazierte und durch abstruse Nazi-Vergleiche längst zum hohlen Ritual herabgewürdigte NS-Gedenken noch einmal als nützlich erwiesen, dass da überhaupt jetzt die Politiker noch was in der Werkzeugkiste hatten. Nur deshalb wurde der jahrelang unterdrückten Migrationsdebatte aktuell überhaupt eine Flanke geöffnet. Wie aber verhalten sich in dieser Debatte die Verantwortlichen und Bejubler der Politik der offenen Grenzen? Genauso, wie man es von ihnen erwartet hat. Angesichts der Desillusionierung, was ihre Willkommenskultur eingerichtet hat, verfallen sie in abgedroschenste, aber auch bewährte deutsche Täterpolemik. Das haben wir nicht kommen sehen, das haben wir nicht gewollt, das hätten wir nicht wissen können. Ulf Poschert in der Welt, Deutschland 23, wir haben das alles sehenden Auges zugelassen. Peter Tiede in Bild, wir wollten Gutes und haben es vermasselt. Frank-Walter Steinmeier am Sonnabend in Berlin, wir müssen jüdisches Leben schützen und das verlangt er auch von uns allen. Also wir sollen zu den Synagogen gehen und die schützen. Nein, ich möchte diese Glaubenskriege überhaupt nicht. Die sollen hier in Deutschland, die sollen dort in den Orient gehen, dort wo sie seit tausenden Jahren schon schwelen. Regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, eben dort. Wir dürfen das nie wieder zulassen, das und so weiter und so fort. Wir. So wie diese verlogenen Systemflöten äußern sich derzeit zahllose Politiker und Journalisten vom hinterweltlichsten Leitartikel bis zum edelglossigsten reumütig und selbstkritisch. Auffällig ist hierbei vor allem der inflationäre Gebrauch des Wir. Es ist quasi der Gipfel der moralischen Überheblichkeit, in dem weiterhin die jahrelange Ausgrenzung all derer mitschwingt, die eben sehr wohl und sehr früh genau das hatten kommen sehen, was sich in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und vielen anderen deutschen Städten dieser Tage abspielt, auf die aber niemand hörte. Denn es galt, ja, wir gegen die. Und wir, das waren die selbstgerechten und selbsternannten Anständigen, die anderen waren wir, die Aussätzigen. Ihr habt deshalb nicht nur die schleichende Islamisierung zugelassen und die Migration mit euren Refugees Welcome, wir haben Platz und euren Kein Mensch ist illegal Kampagnen immer weiter vorangetrieben. Ihr habt viel mehr und weit Schlimmeres getan. Ihr habt außerdem all jene, die frühzeitig vor eurer selbstmörderischen Gutmenschen Besoffenheit und Naivität warnten, kriminalisiert, stigmatisiert, in die rechte Ecke gerückt und habt jede sachliche Debatte verunmöglicht und in beispiellosen Hetzkampagnen jede Forderung nach Rückkehr zum geltenden Recht, zu geordnetem Grenzschutz, zu einer kapazitätsorientierten Aufnahmelimitierung gleichgesetzt mit braunem Gedankengut. Ihr wart es, die jede Warnung vor Islamisierung gleichgesetzt haben mit Islamophobie, Rassismus und Fremdenhass. In der beispiellosen Licht-Dunkel-Spaltung der späten Merkel-Jahre habt ihr die Gräben zwischen ziviler Mehrheitsgesellschaft, der angeblich Rechtschaffenden und angeblich rechten Brandstiftern dort weiter vertieft. Wer am Ende Recht behielt, zeigt sich heute und nun, da euch die Früchte eurer Naivität und Blauäugigkeit vor die Füße fallen, heult ihr ernsthaft, das habe doch keiner wissen können.
Wie schon gesagt, man konnte es sehr wohl wissen und es wussten auch viele. Ungarn und Polen haben hieran ihre Politik ausgerichtet. Und wer hierzulande rechtzeitig die Scheuklappen abnahm, dem wurden die verheerenden Entwicklungen früh bewusst, die aktuell ihren vorläufigen Kulminationspunkt in den Krawallen und Gewaltexzessen von Neukölln und anderswo finden. Ich habe kein Erbarmen mit denen, die uns 8 Jahre lang irrational, hysterisch, oberflächlich in die Nazi-Ecke gedrängt haben, weil wir unter Weltoffenheit etwas anderes verstanden haben als Menschen ohne Kenntnis ihrer Identität, Herkunft und vor allem ihrer Absichten, wahllos ins Land zu lassen, weil Toleranz und Religionsfreiheit für uns nicht bedeuten, einen islamistischen, aus dem Ausland gesteuerten Untergrund in Deutschland zu dulden, weil wir fanden, dass Einwanderung an strenge Bedingungen geknüpft sein muss. Und sage ich nochmal, das im Grundgesetz Gesetz verankerte, die Religionsfreiheit, die war natürlich mitnichten so gemeint, dass hier eine islamistische Gegenkultur aufgebaut werden kann unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit, sondern sie sollte einfach nur die Trennung von Staat und Kirche, christlicher Kirche, also ob evangelisch oder katholisch, gewährleisten. Und das ist diese Religionsfreiheit. Und jetzt kommen die Islamisten mit ihren Messern und sagen, ja, wir müssen unsere Moscheen bauen dürfen, wir haben hier unsere Demos, das gehört zu eurer garantierten Religionsfreiheit. Das geht so lange, bis sie eine Mehrheit haben, bis sie hier wählen können. Und ihr wisst ja, wer am gebärfreudigsten ist, bis sie Mehrheiten haben, dann wird hier die Scharia gelten. Das ist der im Koran vorgeschriebene Auftrag. Und da müssen wir Rückführungskapazitäten schaffen. Und die müssten eigentlich stärker sein als die Einflugskapazitäten. Das heißt, wir müssen ja mindestens 20.000 solche dunklen Menschen, nicht nur die dunklen, auch die weniger dunklen und so weiter, ich will jetzt nicht nur die dunklen meinen, diese Menschen, die sich illegal hier aufhalten, die müssen wir rückführen. Und das heißt, das braucht schon bei einer Kapazität von 10.000 oder 20.000 im Monat, braucht das Jahre. Weil ja im September kamen illegal 21.300 zu uns. Jeden Monat kommen legal 10.000 zu uns. Das sind im Jahr 100.000. Rechnet das mal durch. Das geht seit 2015 so. Dieses Land geht vor die Hunde. Und wir gehen jetzt auf den Markt. Oder? Hast du noch mal 5 Minuten? Dann mach jetzt. 2015 unter Refugees Welcome rufen. Von Teddybären unterm Arm. Das Heer der Islamisten nach Deutschland gelockt haben. Und dadurch zumindest indirekt Mitschuld tragen an den Vergewaltigungen und Messermorden, die auf diese große Einwanderung der islamistischen Heerscharen folgten. Merkt euch die Namen der Gutmenschen. Wir werden und müssen sie rechtsstaatlich natürlich eines Tages zur Rechtschaft ziehen. Und habt keine Angst, eure Meinung zu äußern. Das Grundgesetz gibt euch dazu die Befugnis im Artikel 5 Grundgesetz. Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung in Worten, Bild und Schrift frei zu äußern. Sie nutzen ihre Angst, weil alles, sie nennen alles Recht, was sich gegen die gegenwärtige Politik richtet. Legt eure Angst nieder, macht den Mund auf und geht auf die Straße. Es geht um nicht weniger als eure Zukunft, als die Zukunft eurer Kinder und Kindeskinder. In Angst, im bürgerlichen Leben wurde nie eine Kette gesprengt. Hier muss man schon mehr geben. Die Freiheit wird nicht geschenkt. Es sind die glücklichen Sklaven. Der Freiheit größter Feind. Drum sollt ihr Unglück haben und spüren. Jedes Leid nicht Mord, nicht Bann, nicht Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen stärker, soll es von Wirkung sein, zu Bettlern. Und viele von euch sind es schon geworden, sollt ihr werden. Sollt Hunger und alles haben zu Mühen und Beschwerden verflucht sein. Und verdammt, euch soll das bisschen Leben so gründlich sein verhasst, dass ihr es fort wollt geben wie eine schwere Last. Erst dann, vielleicht erwacht noch in euch ein neuer Geist, ein Geist, der über Nacht noch euch hin zur Freiheit reißt. Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 1851, deutsche Verzweiflung. Wir sind verzweifelt. Merkt ihr das nicht? Hört ihr nicht das Grollen, liebe Politiker? Kehrt um von diesem Weg. Oder er wird auch für euch grausam enden. Rechtsstaatlich natürlich.